So, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladon zu einem neuen Part. Metopia mit dem Zwergenfürst. Ja, wie ihr seht schon, wir sind hier in der Spielhalle. Das muss mal zu Beginn dieses Parts mal getestet werden. Wir haben 15 Spielscheine. Ich habe immer solche Umfragen und so beantwortet. Das kann man dann hier mal am Anfang, wenn man das Spiel startet, machen. Und ja, dann können wir jetzt mal ein bisschen testen. Zu Beginn hier mal Schnick, Schnack, Schnuck. Und da ist ja gleich Blackie die zweite. Oder auch Lisa. Willkommen bei Schnick, Schnack, Schnuck Automaten. Schlag mich und du kassierst 500 Gold. Ihr kann also Geld verdienen. Ein Spiel kostet dich nur einen Spielschein. Dann mal los. Genug haben wir. Start. So, dann lass mal loslegen. Schnick, Schnack. Schnuck. Nein, war so klar. Das Stein verliert. Na los, nochmal. Ist halt wirklich Zufall hier, das ist komplett random. Spiel kostet dich nur einen Spielschein. Also ganz komplett random ist es nicht, aber gut. So, Schnick, Schnack. Schnuck. Ach, Mensch. Wird hier nichts mehr. Und schon verloren. Nein, ich will es nicht nochmal versuchen. So, vielleicht testen wir mal das Roulette. Da gibt es hier das Gelbe ist Outdoor-Luft, also Kleidung. Das Blaue ist Käsekuchen, also Futter. Das Graue ist dann MP-Bonbons. Und Reisetickets ist dann das Orangene. Los geht's, mal sehen. Es gibt keine Niete. Mal sehen, was wir kriegen. Das ist, glaube ich, alles. Außer ein MP-Bonbon. Das wäre nicht so toll. Na, na. Futter. Ein bisschen Käsekuchen für uns. Glückwunsch. Her damit. Nice. Direkt nochmal versuchen. Vielleicht kriegen wir ein Reiseticket. Oder Kleidung ist ja auch nicht schlecht. Kleidung umsonst. Ist dafür ein kleines Feld. Komm, 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 komm. Kleidung, 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 Kleidung. Yes! Kleidung. Für wen? Hoffentlich für mich. Gewonnen. Outdoor-Kluft gehört jetzt dir. Geht an wen? Ich glaube, das passt am besten zu Greenie, aber... Ja, komm, Greenie. Kriegst du. Passt die doch, oder? Oh, das geht auch in anderen Farben. Na ja, gut, dann könnte ich es auch nehmen, aber nee, für den Ritter passt das nicht so. Hier, Greenie, deine neue Klamotten. Haben wir Greenie nur eng gekleidet. Passt doch, dann haben wir jetzt was getestet. Ah, ich will da wieder raus. Sortieren wir das Ganze mal wieder um, dann bin ich wieder mal bei Greenie. Das bringt es auch mal wieder. Können wir uns mal ein bisschen mehr befreunden und... Die beiden Blackies können sich mal kennenlernen. So, wieder beisammen. Man hat nicht was über Blackie die zweite gehört. Was jetzt schon wieder Geheimnisse austauschen, die du bei Blackie gehört hast. Ist klar. So ein Freund ist man. So, bringt Freundschaft bei Vini. Und wenn du Geheimnisse über den ehemaligen Mitbewohner aus plauderst, ich meine auch nicht, dass diesen schönen Stab soll man Blackie bekommen. Zack. Zackens. Eisenzauberstab. Na, aber ordentlich. Ja gut, ja komm. Ist dir. Ein Freizeitoutfit wurde gekauft. Naja. So lala. Nee, das kriegst du nicht. Ich habe auch kein Geld mehr dafür. Dann würde ich mal sagen, auf geht's. Dann mal weiter in den Wirrwald. Wir sind hier im Wirrwald. Retten wir mal des Königs Gesicht.
wie sich Greenie wohl fühlt. Ich könnte Urlaub gebrauchen. Greenie beantwortet direkt mal. Blitz. Der neue Stab, der bringt wohl sehr. Greenie noch mit seinem Spielzeug. Zeugs. Spielzeugsäbel. Krächzen. Da krächzt sie einfach hin. Und dann Chibi weint und ich fange an zu flennen. Ist klar. Alles in Ordnung. Ja, mit ihr ist alles in Ordnung, aber mit mir scheinbar nicht. Und seid ihr okay? Nein, Zwergi heult dort in der Ecke. Jo, 100 haben wir gerettet. 101. 100 muss wohl schon im nächsten Part, im letzten Part gewesen sein. So, 102. Oder jetzt erst geschafft. Über 100 Leute gerettet. Meine gesamten Abonnenten. Oh. Ich hätte gern was Neues zum Anziehen. Die Kommentare von den Mies bleiben weiterhin komplett random. Wo lang? Ich würde mal sagen nach oben. Das sieht mehr nach Gesicht aus. Ich glaube, das Gesicht war oben auf der Karte verzeichnet. Da bringt es, glaube ich, mehr nach oben zu laufen. Keine Lust auf starke Monster. Ja, ich auch nicht. Du hast ein neues Outfit, oder? Das steht dir echt gut. Ich fühle mich auch wohl darin. Na, wenn du dich wohl daran fühlst, dann ist ja gut. Ich find's nicht so hübsch. Ich fand das Erste besser, aber egal. Wir sind fast da. Blackie darf das nicht erfahren. Was darf Blackie nicht erfahren? Sie läuft neben dir. Das ist schon ein bisschen blöd, oder? Wenn sie was nicht erfahren darf und du es redest, während du neben ihr läufst. Gut gemacht, Blackie. Wir sind geschwind wie der Wind. Und treffen auf weitere Monster. Och nein, die Maulwürfe. Ah, die habe ich im letzten Part lieben gelernt. Und vorbei, ja, die können Attacken verfehlen. Die werfen mit so brutalen Steinen hier. Warum? Vereint mit einer Banshee, die dich zum Heulen bringen kann. Ah, verdammt. Lass uns die schnell loswerden. Zugabe! Wer darf so eine Zugabe machen? Blackie ist erneut dran. Und will Frau Gini angehen. Hat sie wohl geschafft. Und ich mal Sprunghieb wieder. Auf geht's! Maulwurf tot. Bam! Ein gutes Gefühl. Huh. Endlich sind wir so los. Weiter geht's. Hui, wie aufregend. Deli-Becher. Nice, was Schönes zum Naschen. Ein Eisbecher. Weiter geht die Reise Richtung Gesicht des Königs. Was haben wir hier? Oh, eine sehr riesige, gigantische Truhe. Was da wohl drin sein mag. Schleifenmikro. Blackie 2 hat das Item erhalten. Na los, ausrüsten. Schlimmer als diese Tüte kann's nicht werden. Das ist denn gestern, Mann, oh Mann. Ich hab dir gestern gar nichts zu essen gegeben, Greenie. Ich gebe dir kein Essen, du musst verhungern. Noch ein Schatztor. Ein Spielschein. Haben wir ja noch nicht genug davon. Ich werde es auch nicht so oft machen, Spielscheine ausprobieren. Das jetzt mal gezeigt in einem Part, aber... Oha, du hast jetzt 100 Leute gerettet. Die Macht des Horst. HP-Steuer vergrößert. Du kannst jetzt 25 satt, also statt 25 satte 30 HP verstreuen. MP-Steuer vergrößert. Ja. Ho, 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 ho. Die Dankbarkeit der Geretteten hat eine neue Kraft in dir erweckt. Wahrlich, du bringst die Hoffnung zurück nach Zwergenfürst LP. Du hast alle deine Abonnenten gerettet. Und nun widme dich wieder dem Besiegen der schrecklichen Monster. Und rette weitere Leute. Den nächsten Bonus erhältst du, wenn du 150 Abonnenten erreicht hast. Gerettet hast.
also hau rein. Das kann auch ein bisschen dauern, bis ich 150 Abonnenten erreicht habe. Ich hoffe, das passiert ein bisschen früher, dass ich den nächsten Bonus erreiche. Wollen wir das mal Greeny schenken? Ein Kükenkluft. Komm, kriegst du. Ja, immer noch in grün hier. Na super. Immer das Beste für Greeny. Ja. Da ist ja der Greeny, sein Kükenkostüm. Und wir gehen immer weiter tiefer rein in den Wirrwald. Da wollen wir ja auch hin. Da ist das Gesicht des Königs, den wir retten müssen. Und Greeny findet Twergi ebenfalls toll. Was? Grrr. Was streiten die sich jetzt um mich? Nein, alles super. Ulkige Bande, sag ich nur. Wir sind ein komischer Haufen. Schon ein tolles Team. Ja, das sind wir auch. Aber ein verrückter Haufen. Wieder nach oben. Immer weiter nach oben. Das Gesicht des Königs muss irgendwo oben tief im Dschungel vergraben sein. Uha! Was ist das? Ein Giftfalter. Mit Mund. Na denn. Erster Beistand. Helfen! Ich helfe dir. Ja! So. Oha, das war eine ordentliche Attacke von Mini. Feuer! Da ist das Kostüm gleich weg. Was war die Outside-Kluft, die wir jetzt geschenkt haben. Aber was soll's. Sieht doch viel stylisch aus, dieses Kükenkostüm in grün. Das trägst du jetzt für die ganzen Parts, Greeny. Das lasse ich dir jetzt an. Musst du tragen. Level up für Blackie. Und weiter geht's. Meine Füße tun weh. Warum sneakt der Greeny da immer so hin? Oha. Wie viele Abzweigungen soll es hier noch geben? Ich gehe immer noch nach oben. Wieso sollte ich denn nach unten gehen? Der Weg doch auf der Karte eindeutig weiter oben. Immer weiter im Norden. Oha. Was macht ihr da? Ruhepause. Uah. Was war denn das jetzt? Das kam plötzlich. Alles klar. Alles klar bei euch. Was ist los? Es wird dunkel, als ob euch das hindert, daran weiterzulaufen. Langsam Zeit zum Schlafen. Es ist zu gefährlich, wenn alle zugleich schlafen. Jemand muss aufbleiben und Wache halten. Hehehehehe, wer denn wohl? Ja, ich bin bereit. Greeny ist hellwach. Greeny kriegt nichts zu essen und hält Wache. Und dann kam der Morgen. Er kriegt keinen Schlaf und kein Essen. Genauso. Und muss im Kükenkostüm rumlaufen. Och, der arme Mensch. Hey, guten Morgen. Ah, ich habe super geschlafen. Ihm's dann auch noch vorhalten. Och, Mann. Wir sind so ein Assi-Team. Hast du die Knoblauch gegessen? Hat halt noch einen 12-Stunden-Stream gemacht. Der Greeny. Übernacht mal eben. Wir haben ja ordentlich ausgeschlafen. Bis Mittag. Von 22 Uhr bis 12. Sind nicht ganz 12 Stunden, oder? Sorry, ich kann keine Mathe. Ich war ganz, 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 ganz mies in Mathe. Könnt ihr das mal für mich ausrechnen? Sieben Tante, Mann. Ach, egal. Zu meiner Verteidigung, ich war bei den anderen Fächern gut. In Geschichte war ich gut, zum Beispiel. Was denn hier los? Wie stark ist denn dieser Falter? Pass gut auf. Echt geschafft. Blackie ist dran. Feuer. So, jetzt nur noch die Banshee dort. Ich kümmere mich um die Ruhezone. Pass gut auf. Ich kann ja auch nichts einsetzen, wenn doch. Jetzt kann ich es irgendwie. Na, lass mich was einsetzen.
Und auf Banshee. Sprung. Hieb. Also Sprunghieb. Das war ordentlich. So. Wien noch einmal reinhauen. Zack. Dann haben wir es. 112. Schafft. Jetzt schon vorbei. Attacke. Level up für Zwergi. Oh, fähig gelernt. Hol ein verwirrten Freund zurück in die Realität. Ja, das könnte ich durchaus mal gebrauchen, wenn ich verträumt bin. Oh, Feige. Level up für Winnie. Level up für Blackie, die zweite. Und Blackie, die erste, kriegt nix. Ja. Ich brauche eine Pause. Ja, das verstehe ich, Winnie. Du warst die ganze Nacht wach. Und jetzt sollst du weiter marschieren. Naja, gut. Wieso weiterziehen? Wieso sollte ich meiner Truhe mit 400 Gold drin einfach weiter marschieren? Gibt es immer die Option öffnen oder weiterziehen? Was soll denn weiterziehen, bitte? Sollte da irgendwann mal ein Monster drin sein? Du hast dein Gasthaus gefunden. Juhu! Den Geschenk gekauft. Überraschung! Das für dich. Was hat Greenie Geburtstag oder was? Glaube ich nicht. Gib schon, gib schon! Der erwartet es aber ungeduldig. Präparierter Nashornkäfer. Okay, was soll er damit? Ich habe hier, glaube ich, auch mal einen im Schrank gehabt, oder? Müsste ich auch irgendwo mal haben. Nashornkäfer. In so einer Glashülle, so einem Glaskasten. Habe ich mal zwei davon irgendwie in einem Abo-Heft irgendwie bekommen. Irgendwie in so ein Natur-Heft habe ich irgendwie geschenkt bekommen und da war so ein Viech mit dabei irgendwie so. Fand ich ganz eklig. In einem Glashülle eingehüllt. Ich immer irgendwo in der tiefsten Tiefe meiner Kommode versteckt. Wollte ich nicht sehen. Ah, so ein Viech irgendwie in Glas einbalsamiert. Ah, dieses Geschenk. Abmarsch. Wir müssten aber bald mal da sein. Hier irgendwo sollte doch das Gedicht des Königs. Veilchen sind rot und Rosen sind blau. Und der König muss jetzt auf die Toilette. Ja. So ungefähr ist das Gedicht des Königs. Zack, zack. So, nicht übel. Naja, doch. Naja, könnte besser. Was? Blackies. Game over. Streuer aktiviert. Scheiß Maulwürfe hier. Die werden auch langsam zu stark. Maulwurf A, los geht's. Sprunghieb. In die Fresse. Und ha! Ordentlich. Das kommt davon. Energisch. Auf geht's. Zack. Im Griff. Wah! Juhu. Erster Beistand. Loben. Okay. Gut gemacht, Greenie. Endlich lobt sie mal jemanden. So, Greenie wird ja die ganze Zeit einfach nur gemacht. Ausnahmsweise lobt den mal jemand. Decky und Koban wird morgen sicher wehtun. Das kann sein. Und weiter. Weiter, 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 weiter. Irgendwann werden wir ankommen. Wenn du meinst. Noch ein Schatz. Wie viele Schätze wollen wir hier noch öffnen? Ein MP-Bonbon. Ja, bringt ja was. So, alles Paletti. Entschuldige, was hast du gesagt? Das sind halt... Oh. Oh, das Gesicht des Königs. Die Dialoge, die sind so hässlich. Hilf uns doch jemand. Oha. Ein Drachengolem. Auf jeden Fall. König Drache wird in einem Golem festgehalten. Dann würde ich mal sagen, retten wir ihn. Sprunghieb auf Drachengolem. Attacke. Leck dieses dran. Zugabe. Ich nochmal. Da brauche ich aber mal den MP-Streuer.
Und. Ich sagte und. Sprunghieb. Noch einmal. Hilfe, Gwini angeben. Sprunghieb. Zack. Und das nichts gemacht hat. Alles in Ordnung. Ja, alles in Ordnung, Becky. Die zweite. Nächste Beziehung hier mitten in einem Kampf. Ordentlich. Gute Bekannte. Helfen gelernt. Zack. Alles in Ordnung. Zwecki. Kümmern sich ja alle gut umeinander. Vor allem ich um Blackie hier. Und die andere Blackie. Schwer als Schlaf. Brauche ich nicht. Sture Aktion. Das war nice. Schönheitsschlaf brauche ich nicht. Bin schon schön. Das war ein guter Konter. Nice. Brauche ich nicht. Ich brauche ihn. Blacky die erste. Ich brauche ihn. Ich bin pottenässlich. Meine Pickelfresse braucht ja. Braucht einen Schönheitsschlaf. Ja, damit. Ich melde mich freiwillig. Oh, da ist sie tot. Streuer habe ich die zufällig da einer von parat. Kann ich davon einen einsetzen? Nicht nur einen. Nee, Leben ist schon verschwendet. HP könnte ich hier auf den Blacky einsetzen. Okay, auch auf mich ein bisschen. So, wieder verbraucht. HP noch auf Blacky. Ordentlich. Sieht ja ganz gut aus. Ja, sieht nicht mehr so gut aus. Aber mit Blacky in die Ruhezone. Greenie will ihn sich rächen. Angriff! Viel KP hat er nicht mehr. Zack! Dann mal raus aus der Ruhezone. Ich werde siegen. Und HP. Nee, nicht HP, MP. Zack! Komm, das kriegen wir hin. Was? Der haut aber heftig zu. Alles in Ordnung, Vini. Zwerg. Ja, er muss einfach nochmal kurz in die Ruhezone. Ich schalte mal auf automatischen Kampf. Kann ich mich in die Ruhezone bemühen. Und Blacky, die zweite, liegt noch auf dem Boden. Die ist einfach mal K.O. Ich habe einfach keinen Lebensstreuer. Zack. Oha. Die ist auch ausgenockt. Nein. Nein. Nein, mein Team. Mein schönes Team. Haltet aus. Das ist blöd. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Das war ein Doppelschlag, das war gemein. Nicht essen, einsetzen. Attacken einsetzen, ihn besiegen. Was macht ihr denn? Nein, Vini. Was für ein Schwachsinn hast du vor? Auf geht's, Sprunghieb. Komm, das muss doch möglich sein. Ah, ich ruhe nur kurz meine Augen aus. Nein. So ein Mist aber auch. Zwiegi und Kovon besiegt. Ich kann's nicht fassen. 3000 Jahre später. Ja, das sieht nice aus. Das sieht nach besiegt aus. Ja, endlich. Nach 5 Versuchen. Und wirklich 5 Versuche. Wir leben noch. Oh, war das ein Zehrkampf. Ich will nicht mehr. So viel dazu. Bonus eher, wer soll das kriegen? Na komm, die krieg ich. Als Belohnung für diesen Kampf. Golem Steak. Das Gesicht des Königs ist zum Schloss zurückgeflogen. Na dann, ist ja toll. Haben wir was erreicht in dem Part. Oh, war das schwer. Und wir haben den Golem besiegt. Und den König gerettet. Nächste Beziehung, Greenie und Zwecki. Ich musste einige Male umsetzen auf Screen. Aber das passt ja. Bekannte. Loben gelernt. So. Bringen wir König Drache sein Gesicht zurück.
Na, da hat er es wieder. Danke dafür, Herr Bladi. Zack. Ordentlich. Welch glücklicher Moment. Und was guckst du? Unser Gesicht ist zurück. Das königliche Antlitz ist wiederhergestellt. Danke, danke, danke. Hier als Zeichen königlicher Dankbarkeit. 1500 Gold. Wahnsinn. Der blanke Wahnsinn. Auf den Schrecken habe ich mir eine kleine Stärkung verdient. Schmatz, schmatz, schmatz. Mit dem dunklen Fürsten Julian ist sicher nichts zu spaßen. Solange er sein Unwesen treibt, werden wir nicht zur Ruhe kommen. Geh und warn die Prinzessin. Wir werden inzwischen... Nom, nom. So, warnen wir mal die Prinzessin, aber das erst im nächsten Part. Bis dahin, habt noch eine angenehme fürstliche Zeit. Gehabt euch wohl. Gibt es ein Video, in dem ich nach Ohr soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr nicht vom König Drache gefressen werden wollt. Und ja, haut rinne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.